Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Folge zu Besuch. Heute beim Freund. Nicht beworben, aber ich habe darum gebeten. Und weil wir haben noch keinen Ami. Mhm. Und wir hatten auch lange, dass sich kein Ami beworben hat. Jetzt haben wir einen. Also es wird noch eine Folge mit dem DeSoto geben. Habe ich schon mal gespoilert jetzt. Ach, schön. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass du das mitmachst, Micha. Freut mich, dass ihr hier seid. Ja. Ja. Wurde auch mal Zeit, ne? Ja, genau. Wurde Zeit. Genau, also wir haben einen Caddy heute. Mhm. Du hast einen Caddy. Du hast noch mehr Autos, aber heute geht es um den Caddy, weil da auch eine kleine Beschädigung im Armaturenbrett ist, die wir dann gleich zusammen reparieren. Aber kurz zu deiner Person. Was machst du eigentlich? Mhm. Fährst du nur amerikanische Autos oder... nein, also was machst du beruflich und wie kommst du zu einem Caddy? Ja, was mache ich beruflich? Ja, ich habe hier meine kleine Firma. Ja, ich mache professionelle Fahrzeugaufbereitung, Dellendrücken, Hagelschadenreparatur und ich arbeite auch fürs Lederzentrum bzw. mache dort auch Schulungen und kümmere mich auch selbst um das Thema Lederreparatur und Restauration. Ja, und wie komme ich zu dem Cadillac? Ja. Den hat eigentlich ein guter Freund von mir für sich gekauft, aus den Staaten, hat er den dann tatsächlich rübergeholt. Und er stand bei ihm eigentlich nur rum. Und irgendwann bin ich mal Probe gefahren und dann wurde aus dieser Probefahrt eine Woche, hatte ich den dann mit roter Nummer. Und da habe ich gedacht, ja gut, ganz nett, aber weiß ist jetzt nicht so mein Ding. Dann habe ich das Auto wieder zurückgebracht und dann sah ich ihn im Winter dann immer noch bei ihm rumstehen unter einer Abdeckplane und dann habe ich gesagt, du brauchst das Auto nicht mehr, ich kaufe das. Ja, und ich hatte Glück, da habe ich ihn ja, bei guter Laune erwischt und er hat gesagt, gut, also ich wäre auch der Einzige, der das Auto bekommt und dann habe ich ihn einfach gekauft. Das ist so die Geschichte ja, dahinter. Wie lange ist das her? Das ist jetzt 4 Jahre her. Vor 4 Jahren ja, gekauft? Ja, ja. Okay, was bist du vorher gefahren? Ja gut, vor allem, ich habe ja noch einen Blazer, dann hatte ich auch mal ein Buick, ja, mit dem Dieselmotor sogar, ein Dodge Ram als Van dann eben auch noch und ja, immer wieder irgendwelche Kisten. Aber ich bleibe bei den Amis, ich bleibe ihnen treu, ja. Auf jeden Fall, genau. Absolut infiziert. Wie wichtig ist der V8? Sehr, ja. Also für mich muss es ein 8-Zylinder sein mit Heckantrieb auf jeden Fall. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Man muss es ja blubbern hören. Ja, genau. Ich weiß es ja natürlich, deshalb habe ich da einmal nochmal nachgefragt. Genau. Und ja, noch kurz zu deiner Person. Du, wie immer, stapelst du da ein bisschen tief. Micha ist sehr viel auf YouTube auch zu sehen. Auch immer mal wieder bei JP mit dabei. Ich glaube, so das Prominenteste, was du dann da machst. Viel für Sonax unterwegs, viel für uns unterwegs. Schulungen in Berufsschulen, aber eben auch jeder, der da interessiert ist in dem Bereich, kann dich da buchen. Wir haben noch Endkunden-Workshops auch geplant, dann nach Corona, wenn man mal wieder mit mehreren Leuten zusammen was machen kann, auch etwas, was du gerne machst. Und dann jeder, der in dem Fahrzeugbereich Pflege, Reinigung, Detailing da was machen möchte, kann da halt was lernen bei dir hier in der Werkstatt. Genau. Oder du fährst halt zu den Leuten hin. Und dann ist halt das Abgefahrene, du fährst tatsächlich mit dem Caddy, wenn das platzmäßig passt, zu den Leuten hin. Oder eben, wie du sagst, mit dem Blazer, da werden wir auch ein paar Bilder reinmachen, Anhänger noch hinten dran und dann... Ja, ja. Fährst du dahin, genau. Und dann breit aufgestellt, ne? Also das Dellenbeulen. Dellenbeulen, genau. Lackschadenfreie Ausbeultechnik, genau. Lackschadenfreie Ausbeultechnik, genau. Das muss ich noch ein bisschen trainieren, dass er besser von Lippen kommt. Ja. Dann die volle Lederreparatur, Restauration, also das ganze Thema. Und dann eben die ganze Palette, die man bei Sonax bekommt, passt da auch, passt da mit rein. Und dann... Ja, amerikanische Autos, ja. Ein paar Facts, also wir wissen, es ist ein V8, ja, ne? Genau. Mhm. Wie viel Hubraum hat so ein Fahrzeug und PS und solche Dinge? Oder sagst du, das spielt keine Rolle, weil... Es spielt schon eine Rolle, also in dem Fall, das Fahrzeug gab es nur, also diese Modellreihe, den 84er DeVille,
Als Benziner, den gab es dann nur mit einem 4,1 Liter Motor, weil das war zu der Zeit, wo Cadillac dann auch zum Downsizing angehalten wurde, ne? Ölkrise und so weiter, alles praktisch vergangen. Und dann hieß es, okay, wir müssen spritsparende Modelle bauen. Ja. Und also auch der erste mit einem Alublock. Und okay. Ja, er ist geliebt und gehasst, der Motor. Also ist natürlich moderat im Spritverbrauch. Ich fahre ja extremst viel, wobei ich vorher nicht nach dem Hubraum gefragt habe. Ich war dann erst ein bisschen enttäuscht, als ich ihn dann hatte. Ich dachte, 4,1 Liter, ich wollte eigentlich, dass da ein bisschen mehr im Schein steht. Aber ich muss sagen, für den Alltagsbetrieb, ich fahre ja zigtausend Kilometer. Und von dem her ist es natürlich hochinteressant. Aber auch ein moderater 5-7 Liter Motor, sage ich mal, wird genauso reinpassen. Das würde vielleicht in Folge mal kommen, also ein großvolumiger, so ein großhubiger Motor sollte mal mit dem was sein, aber ansonsten wirklich ein tolles Dahincruisen. Ne? Also Sprit interessiert überhaupt nicht und da braucht mein Blazer mit seinem Sechszylinder mehr. Ja. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, 84er Baujahr und den gab es auch noch als Limousine. Ja, interessant hier, Klimavollautomatik. Tempomat, Niveauregelung hinten. Das heißt, wenn es schwer beladen ist, dann pumpt der Kompressor schön, hoch, ne? Mhm. Schön nach oben hier, ne? Mit allen möglichen Features. Ne? Alles elektrisch und es macht schon Laune. Also ganz, ja. Ganz entspanntes Fahren. Und dann hast du ihn gekauft. Mhm. Und dann war er schon so, wie er jetzt ist, oder hast du was gemacht? Nee, da habe ich ihn erstmal. Musstest du was machen? Ja, ich habe ihn erstmal gefahren. Ne? Also er hatte. Ich dachte, nö, da musst du einfach nichts dran machen. Er hatte Kratzer, Dellen und das Vinyldach hinten war weiß und praktisch auch immer dreckig und auch rissig. Ja. Und, aber ich dachte, naja gut, du fährst einen Ami, das kann ruhig so sein. Und, aber irgendwann hat es mich da mal gepackt und dachte ich, gut, wir müssen was dran machen oder ich muss was dran machen. Das mit dem weißen Verdeck hat mich dann extremst gestört oder mit dem weißen Vinyldach, ist ja kein Verdeck, ja. Und ja, dann habe ich mich an dich gewandt. Ne? Freundlicherweise hast du mir dann auch die Tipps gegeben, was dann zu machen ist. Und das habe ich dann mit eurem Ledersystem auch erfolgreich umgefärbt. Ne? Entsprechend gereinigt dann, wenn möglich oder wie es eben möglich war, die feinen Risse dann repariert und dann eben schwarz pigmentiert und einen ordentlichen Topcoat drauf. Ja. Ja, und das ist jetzt schon. Und, das ist jetzt auch schon ein Jährchen, ne? Ja, ist also auch schon ein Jahr her. Genau. Und steht auch, das Auto steht auch sehr viel draußen, auch bei Wind und Wetter. Auch bei den minus ja, 15, 17. Die hatte ich euch draußen, ne? Stehen, ja, mhm. weil ich einfach in der Werkstatt hier belegt war. Ja. Und Garage für das Auto ist immer ein bisschen schwierig. Und deswegen steht jetzt vielleicht auch mal ein Carport an oder ja, mal gucken. Und ja, irgendwann hat es mich da mal gepackt und da dachte ich, mit dem Lack kannst du auch nicht mehr leben. Und da wir ein schönes Schraubernetzwerk haben, ja. Und Bastlernetzwerk, da habe ich meinem Kumpel gesagt, wie sieht's aus, wollen wir das Auto lackieren? Und er lackiert seine Autos grundsätzlich selber. Und dann haben wir uns daran gegeben, da habe ich die Kiste außenrum zerpflückt, ne? Was eben notwendig war zu demontieren. Und dann haben wir den in Eigenregie lackiert, also mehr er als ich. Mhm. Und ich habe mich dann darum gekümmert, nach mehreren Schichten Klarlack. Also ich habe dann Acryllack draufgepackt. Und es gab dann auch ein bisschen Schwierigkeiten in Verbindung mit dem Thermolack, weil ich den nicht komplett runtergeholt habe. Und bis wir die dann im Griff hatten, das war also schon eine Riesenaktion. Ja. Aber muss man vielleicht einmal kurz sagen, es ist die Lackiertechnik war in den, weiß gar nicht wie lange, da stecke ich nicht so tief drin, aber die Lackiertechnik in der USA war eine andere. War anders, ja. Als das in Europa üblicherweise gewesen ist. Und das waren sogenannte, genau. Thermolacke. Mhm. Ich glaube, die haben keinen Klarlack, sondern das ist ein Einschichtlack, der thermoplastische Lacke. Thermoplastisch verhärtet wird. Thermoplastisch oder, ne? Elastisch, wie man so sieht. Ja, genau. Ja. Und da kann man offensichtlich, hab null Ahnung davon. Also hier kannst du mich alles fragen, weißt du ja, ne? Ja, ja. Aber da weiß ich eben gar nichts. Aber ich weiß so viel, dass das halt nicht auf Anhieb miteinander harmoniert. Das war so ein bisschen Nein, die Herausforderung dann, ne? Das ja, war eine riesen Herausforderung. Ja. Lacksystem und ein Thermolack drauf machen ist vielleicht noch möglich heute, keine Ahnung. Also hier macht es wahrscheinlich so gut wie keiner mehr. Es würde vielleicht auch nicht unbedingt Sinn machen, was die Widerstandsfähigkeit anbelangt, ne, ja. Was Witterungseinflüsse angeht. Ja, ein Thermolack, ne, im Prinzip ist das eine Einschichtlackierung, ist ein thermoplastischer Lack.
Und dann kommt das Auto in den Hitzetunnel. Ja, und dann kann man sagen, er verläuft in seiner Struktur. Und dadurch kriegen die dann auch einen Glanz und eine Festigkeit. Und er ist halt dauerelastisch, aber das geht auch irgendwann mal flöten. Ja. Ja, und die Lacke werden teilweise auch rissig. Und vor allen Dingen sind sie nicht lösungsmittelbeständig. Und das war so ein Hauptproblem an der ganzen Geschichte vom Lackaufbau. Und ich wollte ihn nicht komplett strippen, das ist auch klar. Und ich habe gesagt, gut, ich behalte diesen Farbton, dass es auch leichter wird wegen dem Innenraum rauslackieren. Und da das Auto rostfrei ist, dachte ich, okay, wir arbeiten wirklich nur im Außenbereich. Mhm. Und da war das dann natürlich dann schon eine Aufgabe, das in Einklang zu bringen. Das hat uns auch wirklich Nerven gekostet, weil stellenweise der Lack auch wirklich hochgegangen ist wieder. Oder die Grundierung schon hochgegangen ist. Die Grundierung schon. Aber ich habe es dann irgendwie geschafft, dieses Thema, nachdem mein Kumpel dann gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, mach du. Und dann habe ich das so weiter in den Griff bekommen und dann hat er dann weiter lackiert. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Nach vielen Schleifdurchgängen haben wir auch eine akzeptable Oberfläche bekommen. Er ist nicht perfekt, aber er sieht gut aus, vor allen Dingen, weil es mein Daily ist. Ja. Und somit, ich nutze dieses Fahrzeug und wenn was ist, wird es repariert. Neue Vorderachse ist drin. Jetzt machen wir noch ein bisschen was am Fahrwerk. Technisch tadellos, das ist halt immer wichtig. Ja. Du hast ja noch einen zweiten Caddy als Schlachter. Ne? Genau, ja. Ja. Da kann Bodo, machen wir jetzt mal rein, weil da sieht man, wie der Lack. Genau, das ist so der typische. Ja, der sieht natürlich ganz hart aus, aber ja. Da sieht man mal, wie der Lack sich verhält. Und wenn man dann so die Autos vom Schrottplatz vor Auge hat und das miteinander vergleicht, dann kann man ganz gut sehen. Oder vielleicht kriegen wir noch mal ein Foto eingefangen, Bodo, wie halt eine klassische Lackierung, so wie wir es in Europa kennen, im Vergleich zu dieser Thermoplastik, wie das im Alterungsprozess aussieht. Da sieht man es eigentlich ganz schön, finde ich, bei dem Auto. Ja, natürlich, das sieht man es. Da ist er schön gealtert. Ja, Motor war alles in Ordnung, musste nichts machen, also normale Wartung oder was? Ja, genau. Also die Technik war in Ordnung, die Klimaanlage habe ich wieder in Gang gesetzt, neuen Klimakompressor und das System abgedichtet und immer diverse Sachen, die eben zu machen sind. Weil Klimaanlage funktioniert meistens irgendwie nicht, weil sich keiner darum kümmert. Ja. Und wobei ja, das ist so ein Rückschluss, dass eine Klimaanlage wartungsfrei ist, ne? Nee, die sind nicht wartungsfrei. Ja, genau. Vor allen Dingen, da ist es natürlich bei den Amis noch eine Herausforderung, auf das neue Kältemittel umzustellen, weil das alte auch nicht mehr zulässig ist. Und, aber ich habe es halt einfach gemacht, auch ohne Dichtungen zu wechseln, weil man sagt, es greift ja immer gewisse Bauteile oder Dichtungen an. Das ist ein Glücksspiel, es hat funktioniert. Die Klimaanlage kühlt also schon ordentlich. Ja. Und mir ist halt wichtig, dass alles funktioniert. Und das war auch so vom Kauf her. Der sah einfach gut aus, auch innen nicht abgerockt. Also nicht so ein typisch verranzter Ami, sondern der hat schon eine gute Substanz gehabt. Vor allen Dingen aus Erstbesitz von einem alten Mann aus den Staaten. Und so verrempelt und verkratzt war er teilweise halt auch. Und das ist... Das habe ich dem einen anderen Weißton gegeben, ein schönes Arktik-Weiß. Und ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus, auf jeden Fall, ja. Und Interieur muss man wirklich sagen, hatte ich vorhin auch nochmal gesagt, weil ich kenne das Auto natürlich, aber ich habe das noch nie so jetzt zur Besuchsserie, dann habe ich mir das Interieur nochmal anders angeguckt. Da hast du schon Glück gehabt, ne? Da habe ich Glück gehabt, muss man echt sagen, der sieht schon echt geil aus. Und dann hast du jetzt noch ein Radio geschnappert, hast du erzählt. Ja, vor kurzem, genau. Ne? Original GM-Radio, da bin ich jetzt noch ein bisschen dran, die Blende anzupassen. Das war wirklich ein Glücksgriff. Ich wollte das Original Cadillac-Radio haben, was da reingehört. Also so mit Kassette und mit diesen Chromknöpfen, wie du sie jetzt siehst. Aber es ist recht schwierig, an sowas ranzukommen. Und wenn Preisklasse ab 450, 500 Euro sowas in der Ecke. Und ob sie dann funktionieren, kann man sich auch nicht unbedingt sicher sein. Und auf eBay Kleinanzeigen habe ich dann mal so rumgestöbert und dann fand ich dieses GM-Radio. Und ne, Cadillac ist ja nichts anderes als GM. Und habe gedacht, Mensch, das Radio kennst du doch von der Bauart. Mhm. Und habe mir da noch ein paar Maße dann geben lassen vom Verkäufer. Und ja, siehe da, ich kaufe es jetzt einfach. Und hab's soweit wieder fit günstiger gekriegt als üblicherweise. Also ja. Wenn Verkäufer jetzt zuguckt, das wäre mehr drin gewesen, aber so ist das manchmal, ne? Ja, natürlich, aber ich bin, er hat mich aber du warst eben auch nicht sicher, ob es funktioniert. Und genau, hatte ich das wusste ich nicht, nein. Das ist ja manchmal... Nein.
manchmal viel mehr wert, genau. Und dann hatte man das schon mal an dem Euro-Schlitz da, also an dem irgendwie verändert. Das muss jetzt nochmal. Das muss ich rekonstruieren, eine schöne Blende bauen. Genau. Ja, aber heute gibt es ja auch 3D-Drucker und da geht eine ganze Menge, die man vor ein paar Jahren. Ich habe so einen Bausatz, so einen 3D-Drucker-Bausatz, den muss ich erstmal zusammenbauen und mal schauen, ob es dann funktioniert. ja, aber so könnte man das machen. Ja. Oder ich nehme Kunststofftafeln und werde es entsprechend anpassen. Da wird mir was einfallen. Ja, wie auch immer. Okay, aber wir haben einen Riss im Armaturenbrett. Ja. Genau. Das Schöne ist natürlich heute, dass ich nicht der, jetzt weiß ich das grammatikalisch nicht, was richtig ist, der Einzige, wo du weißt es, bin, der weiß, wie es geht. Deshalb können wir das heute mal gemeinschaftlich machen. Wir werden mit Filler arbeiten, um diesen Riss zu machen. Der ist entstanden, als es so kalt war. Ne? Zumindest vor der Kälte war er nicht und nach der Kälte war er da. Ne? Ja, ich habe den ursprünglich, denke ich mal, den Ausschlaggeber oder den ausschlaggebend verantwortlich für die ganze Geschichte war ich. Weil ich das Armaturenbrett mal ausgebaut habe und dann habe ich den Schraubenzieher, ohne es zu merken, auf die Kante im vorderen Bereich gedrückt. Und da ist das Material wohl geschwächt worden und dann jetzt durch die Minusgrade ist genau an der Stelle gerissen. Ja, was sehr, sehr ärgerlich ist, weil es wirklich tadellos war. Ja, das, aber gut. Du weißt ja, wir kriegen es wieder hin. Wir zeigen euch, wie man das macht. Ist ja immer wieder ein Thema, auch bei deutschen Fahrzeugen, das ist Armaturenbrett. Also ich weiß das noch vom Scirocco, der hat das gerne gehabt. Oder auch der Audi 100, ne? Der hat ja so ein ähnliches Armaturenbrett und so weiter. Gibt es immer wieder welche, die eine IP haben, Dashboard, Armaturenbrett, wie auch immer man das nennen möchte, was dann so eine Risse hat. Und von daher passt das gut rein. Und wir werden mal reparieren und dann gibt es auch noch Fahraufnahmen ein bisschen, weil das Auto ist angemeldet, wie gesagt, ein Daily Driver. Klar, natürlich. Wir haben tolle Autos jetzt schon gesehen, ganz viele, aber viele haben entweder Saisonkennzeichen oder sind gar nicht angemeldet gewesen. Wir haben kaum Fahraufnahmen von Autos, das war immer so ein bisschen schade. Bodo sagt, wir brauchen noch Fahraufnahmen. Gut, jetzt haben wir keine Sonne mitgebracht. Haben wir leider aber kein gutes Wetter, aber mal schauen. Ne? Ja, genau. Das kriegen wir heute mal eine. Auspuffanlage, ist die original? Weil du bist reingefahren, da hört sich ja schon gut an. Ne? Nein, nicht ganz. Sie ist etwas modifiziert. Also es war ganz dezent ein Rohr nach hinten raus, ne? Also was man nicht gesehen hat. Und wie gesagt, mein guter Freund und Schrauber, wir haben uns da mal in Abendaktionen rangegeben und hab das optimiert. Es etwas optimiert und zwei Rohre rausgelegt. Da wird sich noch mal ein bisschen was verändern. Da gibt es optisch jetzt mittlerweile noch mal ein anderes System und da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Okay. Aber zwei Rohre sind einfach schöner. Wobei ich persönlich finde, ja, also ich habe ja einen Mustang, wie du weißt, und ich habe diese vier Rohre Anlage hinten, die auch nur. Das sind ja nur abgeschnittene Edelstahlrohre. Naja, mehr ist es ja und nicht. Und das ist ja hier auch so. Mehr ist es nicht, ich finde das eigentlich, ich persönlich finde das beim amerikanischen Auto ganz cool, wenn das so. Das darf ein bisschen blubbern. Ja, und dass das so abgeschnittenes Rohr ist. Ja, einfach, so, spartanisch. Ja. Das ist genauso wie die Technik. Also immer Technik, dass jeder irgendwo auf dem Highway die Karre wieder ans Laufen bringt, ne? Sagen wir es mal so. Also man kann einfach schrauben und es funktioniert. Läuft da wieder. Genau. Okay, so, genug gequatscht, ne? Jetzt wollen wir arbeiten. Gut. Bis gleich. Ja, gemeinschaftlich ausgebaut. Ja, super. War überraschend einfach, muss ich sagen. Und wo sind wir hier? Ich habe meine Lederwerkstatt ausgelagert. Die ist noch nicht ganz fertig. Ja, ich habe mir hier einen Bürocontainer hergestellt. Neuen Boden verlegt, die Wände muss ich zwar noch machen, aber ich habe Aufträge, deswegen muss ich hier so schnell wie möglich starten, einfach um die ganzen Lackarbeiten ein bisschen auszulagern. Da kommt auch noch ein Abluftsystem rein, für die Kritiker vielleicht, die jetzt das Video anschauen, aber grundsätzlich werde ich dann hier meine Arbeiten verrichten. Ja. Ja. Also auch ein Tipp an alle, die professionell arbeiten und sagen, oh, Lackierarbeiten, ich will auch ein bisschen größere Sachen lackieren, das ist ja noch Porsche-Sitze, die müssen einmal komplett pigmentiert werden
und so weiter, dass man Bürocontainer ist halt vielleicht dann eine gute Idee, eine einfache Lösung, ja, eine bezahlbare Geschichte, kann man eine Absauge machen, hat es sofort separat und ja, draußen ist kalt, drinnen ist warm. Auch hier ist warm, ja, Heizung ist da, also alles wunderbar. Gewährleistet, ja, genau. Aber jetzt wollen wir uns in dem Riss kümmern, genau. Also wir füllen so einen Riss mit Filler, klar, ne? Weil das einmal so von der Verbindung, von der Haftung, wobei Flüssigleder das auch sich hervorragend verbinden würde, aber es würde halt zu viel an Volumen verlieren, es würde eben glänzen, deshalb ist die Entscheidung hier für Filler, ne, klar. Und es ist ein Kunststoffteil, deshalb reinigen wir das mit GLD-Lösung vor. Keine Grundierung, weil es ist nicht knüppelhart, das ist kein Hartplastik, so wie diese Teile hier zum Beispiel, die da die Einsätze, ne? Ja, ja. Die würde man, ja, mit Kunststoff... Ist, relativ elastisch, ne? Genau, mit Kunststoffgrundierung, sondern das ist auch was Thermoplastisches, nehme ich mal an, also ein Schaumstoff, ja, und dann eine thermoplastische Veredelung aus Polyurethan an der Oberfläche. Ja. Und genau, also GLD sauber machen, damit wir eine gute Haftung haben, und dann werden wir Filler reinmachen, lassen den Filler trocknen. Das ist ein dunkelblau, deshalb man kann weißen Filler reinmachen, weißen Filler mit ein bisschen Blau drin, das wäre eine Option. Wir werden jetzt schwarzen Filler reinmachen, damit wir nicht, dass der weiße Filler nicht von unten so drückt, ne? Und dann die einzelnen Schritte, ja, genau. Schön ist, dass ich heute nicht alles machen muss. Nö, überhaupt nicht. Ja, wenn ich mir den Riss so angucke, wie sieht es aus? Dremeln wir das auf, dass wir das praktisch etwas vergrößern und dann fillern, oder ist das jetzt hier unnötig? Also ich empfehle das oft, das zu machen, aufzudremeln. Ich würde es in dem Fall nicht machen, weil wenn ich so mit dem Finger rübergehe, dann habe ich keine richtige Erhöhung. Richtige Erhöhung. Ah, hier ein bisschen, hier hinten runter schon ein bisschen, aber hier vorne ist ganz gut. Aber oft sind die Brüche ja nicht, das ist ja so getrennt. Und oft platzen die ja nach oben auf. Ne? Wenn die so nach oben aufplatzen, dann würde ich es auf jeden Fall nach oben wegdrehen. Ist hier aber nicht der Fall. Ne? Ist hier aber nicht der Fall, sondern das ist einfach nur so wie eingerissenes Papier oder so, sag ich mal. Das ist alles auf einer Ebene. Deshalb würde ich das in dem Fall nicht machen, sondern erstmal nur mit GLD die Fläche vorreinigen. Und dann, ich kann ja mal GLD machen. Wenn es dann trocken ist, darfst du fillern. Dann ist die Arbeit gleichmäßig verteilt. Ja, das spürt man auch schon direkt. Das ist gut. Ja, man sieht mal, ein bisschen Farbe kommt da auch runter. Jawohl. Und dann darf Herr Marx mal fillern. Spachtel habe ich da. Also wir legen das jetzt hier rein. Ja, genau. Wir versuchen jetzt halt einmal den Filler möglichst tief da reinzubekommen. Und wenn wir gleich dann mit dem Spachtel einmal rübergehen, dann drücken wir nochmal rein. Und dann werden wir eben eine halbe Stunde, hier ist warm genug, eine halbe Stunde Zeit geben zum Trocknen. Ich kann das mal halten. Ist tatsächlich einmal rum, ne? Komplett aufgerissen. Komplett einmal rum. Was schön nachher bei Filler ist, wenn er trocken ist, dann kann man einfach rüberschleifen und das dann schöne Übergänge bekommen und dann sieht es sauber aus. Jawohl.
Wir lassen das jetzt einmal so trocknen und gucken mal, wie viel er an Volumen verliert beim Trocknen. Das ist eben auch ein bisschen so bei Filler der Fall. Und dann schauen wir mal weiter. Also wir sehen uns in 20 Minuten. Ja. Ja, wir können es ein bisschen wie beim Shopping machen. Ich meine, jetzt sind zwei Leute, die wissen, wie es geht. Ne? Dann ist das so, oh Micha, es ist jetzt trocken. Oh, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich, man spürt ihn kaum. Ja, das ist schwierig durchzuziehen. Ne? Ja, das keine, ohne zu lachen. Wir sind halt keine Schauspieler. Nee. Ja, nee. Aber jetzt also 20 Minuten später, 25 Minuten, ist trocken. Und man spürt schon noch einen Höhenunterschied, aber nichtsdestotrotz schleifen wir jetzt einmal mit dem Lederschleifpad drüber, um dann Übergang zu kriegen. Und wir wollen ja auch nicht die Prägung zu dolle rechts und links ja auffüllen. Nicht, dass wir nachher so einen Streifen haben. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, einmal rüber zu gehen. Wenig Druck. Jetzt kommt immer ganz oft die Frage, welche Körnung, ne? Bei Schulungen, wollen viele Leute wissen. Das ist gar nicht so entscheidend. Also wenn ihr das Schleifpad von uns nehmt, dann habt ihr schon so die richtige Körnung. Aber die liegt so bei 250, 300 und ist eben das Entscheidende ist eigentlich die Aggressivität an sich, also wie viel Standfestigkeit oder Abrieb das Pad an sich hat. Und noch viel entscheidender ist, dass es auf dem Schwamm ist, weil wenn man das mit dem Papier macht, mit dem Schleifpapier, machst du dir halt Kratzer rein und du hast auch zu viel Druck. Ich gehe ja mit ganz wenig Druck rüber und will das ja glatt schleifen. Und das ist eigentlich viel entscheidender, diese Frage, welche Körnung, das ist gar nicht so entscheidend, weil es macht einfach keinen Sinn, sich da Alternativen zu holen. Und wir kaufen das von einem Vorlieferanten, da machen wir das schon seit vielen Jahren. Ne? Und das ist wirklich dann auf diese Anwendung abgestimmt. So, genug Werbung. Gehen wir mal noch weiter rüber. So. Oh, es ist viel weicher und schöner jetzt. Unglaublich, Lars. Wahnsinn, ne? Und alles nur mit einem Schleifpad für 3 Euro ein bisschen. Super, das fühlt sich doch mal gut an. Fühlt sich schon besser an, ne? Genau. Ja. Jetzt müssen wir es einmal entstauben und dann werden wir nochmal Filler auftragen. Lederreinigungsbenzin zum Entfetten und Entstauben. Weil wir wollen ja einmal gucken, wie das jetzt aussieht. Ohne den Schliff. Und da kann man auch ein bisschen großzügiger rübergehen. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, das Licht kommt von da, das ist das Fenster. Ne? Das hier oben ist gut gefüllt. Dann ist hier so ein Bereich, wo das noch nicht so gut gefüllt ist. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Deshalb, wir hatten gerade, als die Kamera aus war, darüber gesprochen, vielleicht schon mal eine dünne Schicht Farbe drüber machen, weil dann sieht man besser oftmals das Füllergebnis, ne, wenn man eine Farbe drauf gemacht hat. Aber das sieht man jetzt auch schon. Also wir können gleich nochmal füllen mit Filler und dann lassen wir das nochmal trocknen. Also jetzt noch einmal füllen und dann sehen wir uns in 20, 25 Minuten wieder. Wir schneiden das natürlich, ihr müsst jetzt nicht 25 Minuten warten und dann werden wir es nochmal schleifen. Um einen schöneren Übergang zu kriegen und um die Prägung ein bisschen rauszumachen, nehmen wir jetzt das 4000er Polierpad oder 4000er Schleifpad. Wir nennen es im Deutschen nennen wir es Polierpad, im Englischen nennen wir es 4000er Schleifpad. Feuchten das an und schleifen da einmal drüber, dann kann man den Filler ein bisschen erweichen, kriegt das wieder ein bisschen besser aus der Prägung raus und ja, bekommt das einfach ein bisschen schöner hin. Ist so ein bisschen mit einem Nassschliff
zu vergleichen bei einer Lackarbeit. Genau. Das lassen wir jetzt trocknen. GLD braucht ja ein bisschen länger, ne? Zum Trocknen, oder wir föhnen mal ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was weiter notwendig ist. Ich bin durch. Der Föhn ist auf 100 Grad eingestellt. Wäre ja auch ein schönes Bild gewesen. So. Super. 57er De Soto. Ja. Der Riss kommt ganz gut. Wenn man noch rumspielt, dann sieht es gut aus. Ja, manche versauen es auch durch zu viel Rumspielen. So, jetzt machen wir ein bisschen Filler auf den Schwamm, um den Übergang ein bisschen auszutupfen, dass das nachher nicht ganz so sichtbar ist. Ja, und wie das so beim Vorführen ist, ist natürlich zu viel Material. Aber ich streife das erstmal so rüber. Nochmal einen neuen Schwamm. Danke, Micha. Gerne. So wie beim Doktor, ne? Mhm. Tupfer, Schere, Zange. Ja, das sieht ja genial aus. Ja, so kriegst du halt schön super ein bisschen. Ja, ja. Dann nimmst du die angedachte, Schnittkante. Ja. Angedachte Prägung, kriegst die Schnittkante ein bisschen raus. Und dann wird das, glaube ich, ein bisschen schöner. Jetzt muss ich nochmal ums Eck. Das Einzige ist halt, dass man, wenn man später Farbe drauf macht, man muss jetzt mehrmals Farbe drauf und schleifen. Farbe, das gibt so einen Schatten. Mhm. Weißt du, man macht sich ein bisschen mehr Arbeit dann nachher beim Pigmentieren. Aber insgesamt wird es halt schöner, ne? Das sieht ja klasse aus, so echt. Ja. Und wieder 20, 25 Minuten warten. Also man verdient mehr Geld durchs Warten als durchs Arbeiten bei einer Lederbearbeitung, aber. Da siehst du, wie der Schnitt oder der Riss, besser gesagt, dass der wieder ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht ein bisschen ausgeschliffen bekommen, hoffentlich. Aber vielleicht prägen wir nachher doch nochmal, aber da sieht man schon, dass das ganz gut funktioniert. Ne? Vielleicht müssen wir nachher noch mal ein bisschen mit GLD und 4000er drüber schleifen. Aber jetzt mache ich erstmal
entstauben, genau, mit Reinigungsbenzin. Dann gucken wir mal. Ein bisschen großzügiger ausgeschliffen, dass man einen schönen Farbübergang nebeln können, ne? Dass die Farbe auch gut haftet. Ich weiß noch nicht, da machen wir nochmal. Da ist ein bisschen offen, ne? Mhm. Da müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen Füller reinmachen. Ich mach mal ganz auf. Hier nochmal tupfen, ne? Du darfst aber wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ohne Thema. Ich muss sagen, hey, super Arbeit. Hat er gut gemacht. Dafür. Ja, danke schön. Super. Topcoat matt machen wir jetzt noch drauf. Wir haben ja also gefüllt mit Filler, geschliffen, gefüllt mit Filler, geschliffen, Farbe, geschliffen. Geschliffen, dann geschliffen. Dann haben wir zu viel Prägung verloren im Prinzip, weil, ja. weil ich ein bisschen zu viel geschliffen und Farbe. Damit GLD wieder ein bisschen was runtergeholt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man sich in so eine Geschichte rantastet langsam, dass dann in so einer Dokumentation, ja. wollen ja auch keinen zu sehr langweilen. Ne? Hat ja über Stunden gedauert. Ne? Dauert das ein bisschen. Deshalb, da ist jetzt vielleicht nicht jeder Schritt mit drin, aber im Prinzip ist das so ein bisschen zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Das führt aber letztendlich dazu, dass halt die Haptik gut ist. Dass es optisch so ein bisschen ineinander überläuft und dass man so nach und nach halt dann so ein bisschen diese harte Kante einfach, dass man die dann so langsam wegkriegt. Ne? Mhm, mh. Schön Verlauf einfach. Ja. So, wir haben uns auf Topcoat Matt geeinigt. Natürlich ist es ist ein Ami, 84er Baujahr. Das ist eher tendenziell nicht so brutal matt wie das Topcoat Matt, aber du sagst. Das passt. Passt das mal, mach das mal so schön, mach das mal schön matt. Ich finde auch, dass das dann in das Auto reinpasst. Das wird nicht fremdkörpermäßig aussehen. Es war vorher ja auch schon sehr matt, aber du hast es sicher auch vorher schon mal drum gekümmert gehabt. Von daher machen wir es auch wieder so. Ich denke, dass er, der wird so einen Seidenglanz gehabt haben von Haus leicht, aus. Leicht, ja, aber eher Tendenz etwas matter. Ja. Gerade diese Strukturen. Ja, genau, also gerade so. Da vorne hin, ja. Und da muss man auch sagen, dass natürlich, wenn das matt ist, dann spiegeln sich auch keine Dinge so rein und dann sieht man natürlich so eine Reparatur. Also es ist eher dienlich als hinderlich. Ne? Ja, man sieht so Reparaturen, genau.
auf einer glänzenden Oberfläche eher als auf so einer matten. Auf einer matten wird das alles so ein bisschen weggeschluckt und dann sieht das insgesamt ein bisschen homogener aus. Und das wollen wir ja, soll ja ordentlich aussehen. Halten ist ja immer so eine Frage, ne? Wie lange hält das? Das geht eigentlich nicht mehr kaputt. Also das, der Filler macht diese ganzen Bewegungen, die da sind und so, das macht er alles mit. Also da braucht man sich nichts, braucht man sich keine Sorgen machen, ne? Ja. Und dann habe ich vorhin gesagt, reinottern. Reinottern? Jetzt otter da mal ordentlich den Topcoat rein. So, dann gibt es ja deinen heißgeliebten Spitznamen, ne? Reinfeuern und reinottern, ne? Genau. Passt gut zusammen, der Spaltenmecher und der Otterpicker. Ne? Der Otterpicker. Okay, also Topcoat matt, 4%, 5% Vernetzer. Rein, ein bisschen rübernebeln. Beim ersten Gang lasse ich ein bisschen Farbe mit drin, also damit das noch ein bisschen schöner so vom Übergang in den Topcoat. Und den finalen mache ich dann aber ohne Farbe. Und dann bauen wir es wieder ein und dann cruisen, oder? Super. Ah ja, klar. Ja. Dann bis gleich beim Cruisen. Tag mit viel Spaß. Also ich habe Spaß gehabt, war gut. Ich auch. Es hat auch Spaß gemacht, weil es am Ende geklappt hat. Ja, super. Ich bin begeistert. Haben uns ein bisschen rangearbeitet. Ja gut, du hast ja gut unterstützt. Also das ist ja, ich habe zugeguckt. Ja. Ja, also das eine oder andere richtige Kommentarchen an der richtigen Stelle hilft ja auch dann in die richtige so Richtung. Manchmal, ja. Na, passt schon. Ja, wir haben uns mal hier hingestellt. Also bei Micha gibt es ziemlich viel zu sehen. Der hat das extrem cool und liebevoll eingerichtet, seine Werkstatt. Das ist wirklich keine normale Werkstatt. Das ist schon echt, man fühlt sich echt wohnlich hier. Man kann den ganzen Tag sich hier wunderbar aufhalten und entdeckt immer wieder ein neues Schild nochmal. Und sehr schön. Und was wir auch entdeckt haben, ist eine Goldwing, die nicht aussieht wie eine Goldwing. Ne? Nein, das sieht nicht mehr aus wie eine Goldwing. Ja. Ja. Hast alles abgebaut? Ja, ist eigentlich alles. Ist das so, kann man das so sagen? Oder? Ja, also ich muss dazu sagen, habe ich nicht selber gemacht. Ein guter Freund von mir hat das gemacht, der hat sie für sich eigentlich gebaut. Und natürlich auch die hat er dann nicht lange besessen, nachdem ich sie gesehen habe. Und ich konnte ihn davon überzeugen, dass das ich die unbedingt haben muss, diesen Stahlhaufen von 1975. Ja. Und ja, mir gefällt eben so oldschool Schnickschnack. Ja, als Coffee Racer umgebaut, ist halt ein bisschen außergewöhnlich. Aber sie macht Spaß, ne? Das ist natürlich klar. Vierzylinder-Boxermotor, da geht es auch nach vorne. Genau. Wir werden mal ein Foto reinmachen, Stefan, ne? Von einer Goldwing, wie sie eigentlich aussieht. Genau, ja, habe ich auch noch so, die Original. Ach, hast du sogar. Die, ja, dann machen wir das. Hat, ja, dann machen wir das Foto rein, weil das ist schon Transport. Ja, das ist ja, gab es so irgendwie so eine Sendung auf RTL 2 vom Entlein zum Schwan oder irgendwie. Ach so. Ja, so irgendwie, genau. Ne? Ja. Da würde es ja auch mit reinpassen. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool und ich habe es gar nicht als Goldwing wahrgenommen. Ja, nehmen die wenigsten, also wenn sie halt mal drauf gucken und man sieht es halt dann doch am Motor und die Kenner, die sehen das dann schon, können es aber oftmals nicht glauben. Da ist halt ziemlich viel umgebaut. Ne? Also wie gesagt, das Heck und alles, du siehst ja selber. Unnötige Sachen sind abmontiert, manches eben hinmontiert und umgestaltet. Ist auch nicht ganz fertig, ich muss noch ein paar Sachen machen. So ein paar Details, aber so wie sie ist, macht sie schon Spaß.
Ja, super. Also nochmal herzlichen Dank. Gut verpflegt wurden wir auch und den Caddy haben wir vorne am Armaturenbrett hingekriegt. Und super, ja, bin begeistert. Jetzt tauchen wir nochmal in den Regen kurz ein. Fahren wir eine Runde, ne? Ja, Sonne geht auf. Da hinten irgendwo. Da hinten irgendwo, wir zählen. Ja, schauen wir mal. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart. Wirklich zu Besuch. Geile Nummer.